Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einem neuen Video von mir. Und diesmal gibt es von mir den Book Haul für den Monat November 2015. Auch im November sind wieder einige Bücher bei mir eingezogen und jetzt nicht lange reden, sondern wir fangen gleich an. Beim Kauf des ersten Buches kam ich mir ein bisschen vor wie so ein Bestseller, Belletristik, Massenkäufer, quasi so die Masse der Leute halt, weil ich bin irgendwie in den Laden gegangen und wollte das kaufen und ja, es lag natürlich auf dem Tisch, übelst angepriesen. Und warum? Weil es von Sebastian Fitzek ist, beziehungsweise von Max Rode. Wie ihr vielleicht wisst, lese ich halt nicht so gern Thriller und Sebastian Fitzek schreibt zwar toll, aber halt nicht so in meinem Genre, aber das Buch, von dem ihr sicherlich schon wisst, was es ist, ist nicht in die Kategorie Thriller einzuordnen, sondern eher Horror, auch wenn auf dem Buch Thriller draufsteht. Aber Sebastian Fitzek sagt selbst, ja, das ist irgendwie irreführend und nicht ganz das, was er damit bezwecken wollte. Und zwar Max Rode, Die Blutschule. So wie ich das verstanden habe, ihr wisst, ich bin jetzt nicht so in dem Sebastian Fitzek-Universum drin, ist Max Rode der Hauptcharakter von dem neuen Buch, das Joshua-Profil. Und schreibt hier als eigenständiger Autor quasi Die Blutschule. Es geht um Simon und Mark, die in ihren Sommerferien in eine Schule müssen, durch ihren Vater. Und sie sind nicht ganz so begeistert davon, aber diese Schule ist ziemlich besonders, denn dort werden Fächer wie Opfer jagen und Menschen töten, Fallen stellen unterrichtet. Hat mich sehr, sehr interessiert, als ich dann gehört habe, dass Sebastian Fitzek ein Horrorbuch geschrieben hat, musste ich natürlich unbedingt zugreifen. War aber halt so in dieser Massenauslegware, wo halt diese typischen Bucheinkäufer eben Bücher einkaufen können, und hat mich ziemlich, irgendwie Mainstream gefühlt. Nichtsdestotrotz bin ich schon sehr, sehr gespannt darauf, weil ich habe ein Buch von Sebastian Fitzek gelesen und der Schreibstil hat mich echt ziemlich begeistern können. Das nächste Buch, was bei mir eingetroffen ist, ist ein Rezensionsexemplar. Ich bin schon sehr, sehr gespannt darauf. Ist eigentlich auch nicht ganz so mein Genre. Ich glaube, so ein bisschen Science-Fiction, Endzeit, Dystopie. Auf dem Klappentext wird geworben, das ist eine Orwellsche Vision für das 21. Jahrhundert, also quasi wie 1984. Es geht um das Buch Phantom Night von Lou Timisono. Ist eine Frau und erschien im Balladine Verlag. Wie gesagt, eine Dystopie. Hier geht es um die Welt, wie wir sie kennen, aber es herrschte ein großer Krieg, und nach diesem Krieg wurde die Welt in Zonen eingeteilt und die sind auch entsprechend eben arm oder reich, je nachdem. Eine Dreiklassengesellschaft, und wie diese Dreiklassengesellschaft hier eben Brüche bekommt und die unterwandert wird, darum geht es in diesem Buch. Ich bin schon sehr, sehr gespannt darauf und bin ich gerade aktuell am Lesen. Dann, wie ihr vielleicht schon kennt aus dem Subkultur-Verlag, aus dem Automaten, Thomas Krüger, Sonette an Donald Duck. Hier sind kleine Gedichte drin, die sich diesmal auch tatsächlich reimen, also von mir tatsächlich auch als Gedichte eingestuft werden können in meinem Gehirn. Dann habe ich das neueste Buch von John Niven, hoffentlich heißt er Niven, gekauft, und zwar Old School. Diesmal sogar als Hardcover, erschien im Heine Hardcore Verlag. In diesem Buch geht es um einen Haufen alte Leute, die eigentlich ein ganz normales Leben geführt haben, bis eines Tages der Ehemann von der einen tot aufgefunden wird und es sich herausstellt, dass er ein dubioses Doppelleben geführt hat. Und das wollen die natürlich alle nicht auf sich sitzen lassen, und so fangen sie an, irgendwie kriminell zu werden. Finde ich sehr, sehr witzig, eine sehr, sehr witzige Idee, die, glaube ich, auch nicht neu ist. Aber John Niven schreibt sehr, sehr großartig, mir gefällt es sehr, sehr gut und ich bin schon mega gespannt auf dieses Buch. Und dann habe ich noch zwei Bücher aus dem Festa Verlag. Einmal aus meinem Festa Extrem-Abo, der neueste Band, ist glaube ich schon Band 15. Die Minotaurus von Edward Lee. Nicht ganz so dick wie der Band davor, meiner Meinung nach, aber auch ein bisschen dicker als die Bände sonst. Lese die Abenteuer des geistesgestörten Rednecks Belle und Dickie, bekannt aus Big Head, wie sie auf unglaublich schmutzige Huren treffen, auf einen Serienkiller und auf etwas Unvorstellbares, das man passenderweise Goyle nennt. Doch dann treffen sie auf Minotaurus. Klingt wieder sehr plakativ, sehr auf Sex und Gewalt aus. Und Big Head habe ich mit Vergnügen gelesen und bin schon sehr gespannt, was die zwei Protagonisten aus dem anderen Buch hier alles fabrizieren werden.
und noch ein Buch, was ich leider nicht hier habe, aber ich blende es euch ein aus der Festa Horror- und Thriller-Reihe. Und zwar von John Ringo, Unter einem Friedhofshimmel. Hier haben wir wieder ein Zombie-Endzeit-Szenario. Der Zombie-Virus hat sich halt über die Luft übertragen und alle Menschen sind irgendwie infiziert. Und da gibt es aber eine Gruppe von Menschen, die denken, auf dem Wasser sind sie sicher. Allerdings scheint das doch nicht ganz so sicher zu sein, wie sie zunächst glaubten. Und darum geht es eben, ein Zombie-Buch, was ich wahrscheinlich ein bisschen hinten anstellen werde, weil ich ja gerade ein Zombie-Buch gelesen habe. Ist das richtig? Ja? Doch? Nein? Nein, ist gar nicht richtig, oder? Habe ich ein Zombie-Buch gelesen? Ich weiß es nicht. Aber jedenfalls wieder ein Endzeit-Szenario mit Zombies. Yay! Das war schon mit meinem kleinen, aber feinen Book-Haul. Habt ihr denn auch schon was davon gelesen? Was interessiert euch davon am meisten? Schreibt mir doch gerne in die Kommentare. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin, bye bye.